Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. So, wir haben ja hier die. Ich mach quasi gnadenlos weiter, wollte ich schon sagen. Nahtlos weiter. Kann das nicht essen? Nee, der muss noch ein bisschen scheinen. Genau, wir machen heute. Das Fleisch bringt ja gar nichts. Der Fisch bringt was. Wir machen weiter mit der Planung von dem Häuschen. Na, schauen wir mal. So. Eine Treppe wollen wir hier noch rein haben. Und dann können wir noch die Wände ziehen. Dann haben wir schon mal wieder was angezeichnet. So. Ah. Das mit der Treppe wollte ich doch tagsüber machen, oder? Mal lass mal sehen. Lagerung. Warte mal, wie ist denn die andere Treppe? Die hier. Einfache Treppe. Ja, die passt dann nicht ganz. Das ist nicht ganz zweckmäßig. Warte, ist da die Säule am Weg auch noch, gell? Das ist doch doof. Das ist doch blöd. So. Geht das vielleicht? Würde ich da rauskommen? Ist irgendwie nicht so. Gut, dass ich mich entschieden habe, hier ein Loch reinzuballern. Warte mal. Wir haben doch noch ein Seil irgendwo, oder? Wie kann man das da machen? Ein Baumhaus, eine Plattform. Wo war denn da das Seil? Kletterseil. Das kann ich hier auch nicht anbringen. Das funktioniert wahrscheinlich auch bloß wieder am Turm, oder? Ja, das funktioniert auch nur am Turm. Tjo, 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 tjo. Wie macht man das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Pass auf. Ich erweitere einfach. Dieses Loch, oder? Ist das gerade? Stehen wir gerade? So, ne? Ah, wir haben auch gleich eine Angelbucht. Ich hätte es vielleicht doch bei Tag machen sollen. Ist hier fix. Da kannst du doch keinem erzählen. Das habe ich nicht aufgepasst. Komme ich da jetzt wieder raus? Ja.
Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt unsere Treppe richtig gut setzen können. So, warte. Ein bisschen vorgehen. Und zack. Mal kurz setzen. Komme ich da durch? Ah, ein Stück nach hinten könnte es noch gehen. So. Rein theoretisch noch ein Ticker. Wir probieren es mal. Wenn ich falle, dann falle ich. Ich rutsche. Sie halt immer hüpfen irgendwie. Ich jetzt noch ein bisschen nach hinten ziehen können. 13 Stämme wären das. Nein, müssen wir ein bisschen besser setzen. Tja. Haben wir gleich. Das könnte was werden, gell? Ja, siehste. Ja, fast top. So, jetzt will ich es aber wissen, gell? Letzter Versuch. Und dann steht's, ja. So. Und zack. Mit E. Noch ein Stück, so. So, wie viel brauchen wir? 17 Baumstämme. Ja, und es schließt hier ab. Ja, sehr geil. Sehr schön. Richtig gut. So, das haben wir angezeichnet. Kurze Frage, wenn ich jetzt hier mit einem eigenen Boden arbeiten würde. Snappt der da dran? Nee. Macht er nicht. Also, was haben wir gesagt? 17 Baumstämme. Wo haben wir die am besten her? Wieder von da hinten her. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis sie nachgewachsen sind. So, dann würde ich doch sagen. Dann würde ich sagen.
auch wieder voll, das ist sehr schön. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung, oder? Hat schon wieder Hunger. Und Durst. So, ist nur die Frage, warte mal. Wir haben, ich wollte die Karte auf jeden Fall mal holen. Nein, warte mal, wie viel Dynamit haben wir noch? 2, 3 Stück. Sehr gut. Wir gehen mal an 2 Places. Die ich nachgelesen habe. Und wir müssen noch die eine Seite finden, die uns fehlt. Hier von denen, warte. Hiervon. Da haben wir, da gibt's 3 von 4 haben wir. Ne? Und das möchte ich mit euch machen. Genau, kurz auf die Karte. Soweit ich weiß, ist das südlich von uns. Aber dennoch würde ich erst nach Richtung Nordwesten gehen. Da oben, wo diese 4 Häuser sind. Da ist nämlich ein kleines Dörfchen. Da will ich mit euch jetzt hingehen. Nimm mal ein Speer in die Hand. Heute das SOS-Zeichen ist weg. Nee, es taucht auf. Sehr gut. So, da hinten möchte ich hin mit euch. Da vorne, wo diese Fischerhütten sind. Weil da habe ich gelesen, dass da ein Waffenteil sein soll. Und da möchte ich jetzt mit euch nochmal nachschauen, ob da was versteckt ist. So, hat man jetzt vielleicht gehört, mein Handy hat vibriert. Ungünstige Stelle mal wieder. So. Die Bewohner schlafen anscheinend noch. Ah ja, und dann brauchen wir noch Wildschweine. Und Waschbären. Ich glaube, die Waschbären, die sind eher oben in einem Schneegebiet, kann das sein. Oh, Blumen. Das sind die guten Blümchen. Kann ich mehr tragen. Auch nett. Ah, hier ist ein Köfferchen, guck mal. Und was wir auch noch machen müssen, ist mit dem Hai kämpfen, gell? Den möchte ich auch einmal haben. Alle nicht nehmen. Es gibt nur Blätter. So, da sind sie doch schon. Ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Karte. Hat er nicht eingezeichnet. Vielleicht muss ich runtergehen. Einen komischen Boden achten, wo man Dynamit reinstecken kann. Wahrscheinlich ist dieses Waffenteil wie die anderen. Nicht gut. Gleich mal merken. Das sind die giftigen. Ja, warte mal. Wir haben doch unseren Bärenbeutel. Neue Pflanze. Das ist die Heckenkirsche, da haben wir noch was. Jetzt pass auf.
Rotzen für die Vergifteten. 4 Stück. So, haben wir mal ein paar Vergiftete. Sehr stark. Nimmst du die auch noch mit? So. Sehr erfrischend. Ich muss unbedingt wieder zum Friseur. Haare und ein Bart ein bisschen stutzen. Oh, der Geleck, was ist denn da? Wie sind die bitte schon drauf? Alles mit. So. Aber warum sterben hier die Haie eigentlich? So weit kann er nicht werfen, gell? Das ist aber auch irgendwie ganz komische Verarbeitungshütte. So ein Seil dran. So, ist das nicht hier irgendwo? Es soll hier in der Gegend auf jeden Fall sein. Abseits gelegen. Vielleicht ist es auch da oben. Aber gucken wir erstmal hier hinter. Ja, sau stark. Guckt ihr das an. Ich war der Meinung, das müsste hier irgendwo sein. Schau ich nochmal darüber. Oder ist es noch eins höher? Das kann auch sein. Uiuiui. Scheiße. Oh, der war gut. Oh, da liegt. Alter, statt die Lache. Oh, ich hab grad übelst Gänsehaut. Oh, verreck. Jo, verreck. Also, wenn du deine Kumpels suchst, die sind hier, ne? Ach, der rennt nur bis dahin.
So, warte, die Axt. Da vorne läuft er. Will präparieren und anzünden. Warte, dann nimmt er einfach die hier. Das müsste ja egal sein. Schad, zünd nicht gleich alle an. Huch, der Vogel. Sehr gut. So, dann nehmen wir die Knochen nämlich noch mit. Und dann schauen wir gleich wieder weiter Richtung... Ah, die Sonne geht unter. Nochmal hier oben lang. So. Ja, warte mal, das Katana konnte man da auch vergiften, gell? Auch mit 4. Sehr schön. Habt ihr den Vogel gesehen? Der lebt auch am Limit. Ein Knochen fehlt. Nein, da ist er. Sehr schön. Ja, fast eine komplette Rüstung wieder. So, die Blättchen, die wieder dran kleben. So, jetzt gucken wir nochmal hier eins weiter oben. Ich bin der Meinung, es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Das Waffenteil, was wir suchen. Aber hier waren wir schon, gell? Waren wir hier schon? Ich glaube. Ah, da ist es. Ich glaube, das ist es. Das sieht so unnatürlich aus. Ja, das ist es. Wird schon angezeigt. Gleicher Tinnitus. Voll gut. Sehr schön haben wir das auch. So, wie viele Teile haben wir jetzt denn hier? Schon ein paar, gell? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 8 gibt's, gell? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube 8 und ja 29 alte Pistolenkugeln, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, dann lass mal kurz gucken auf die Karte. Und ich glaube weiter nördlich, da müsste auch noch was sein. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe es vergessen, ich bin ehrlich, ich habe es wirklich vergessen. Da war das der Platz für... Sag's mal schnell. Ach Quatsch, rüst einfach aus. Zünd's an. Der Platz für Waschbären. Dass hier oben so ein Platz wäre. So ein Spawnplatz. Ja, aber ich habe mich ein bisschen informiert, ne? Damit es ein bisschen leichter für uns wird. Haben wir die schon gegessen? Hm, die waren nahrhaft, okay.
Hier spawnen irgendwie nur Steine. Wo sind wir denn eigentlich auf der Karte? Lass mal kurz gucken. Ach, ganz da oben sind wir. So. Oh, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Sollte man langsam reingehen. Der Hobbelhäschen. Eichhörnchen war da gerade links unten am Bild. Na, wo haben wir dich denn? Häschen? Wo geht's denn da hin? Auch eine schöne Ecke, ne? Ich glaube, da kommt man höher rauf. Ach Quatsch, die gehen auch in die Kälte? Das wusste ich gar nicht. Ah, hier muss das sein. Hier müssten jetzt gleich die kleinen Kumpels spawnen. Stein. Genau, es hieß nämlich an einem See. Da ist ein Hase. Dass die Waschbären hier irgendwie spawnen sollen. Muss man anscheinend so ein bisschen rumlaufen. Hase, Hase. Und ein Haufen Steine. Lass uns mal lieber heimgehen. Obwohl die Sonne so weit oben steht, ne? Ist es schon wieder dunkel. Machen wir uns lieber auf den Heimweg. Das letzte Wasser. Es könnte schon mal ein bisschen regnen. Aber das sage ich irgendwie in jeder Folge. Damit unsere Schildkrötenpanzerung nochmal ein bisschen befüllt wird. Wo ist jetzt hier Wasser? Ich sehe so gut wie gar nichts. Mich würde auch mal interessieren, wie die Wirkung von dem Gift jetzt ist. An den Pfeilen oder an dem Katana. Das wäre echt interessant. Ob das Gift sofort wirkt oder ob das eine gewisse Zeit erst braucht, nach mehreren Hieben. Das wäre... Müssen wir ausprobieren. Das macht mich neugierig. Ja.
So. Home sweet home, wir sind daheim. Sehr schön. Sehr gut. Und Schlafenszeit. So. Gut. Wir haben Hunger. Wir speichern aber erstmal und dann gehen wir in die Besprechung für die nächste Folge, weil ich möchte nämlich dann nochmal erkunden gehen. So, wir sind wieder daheim und wir bewegen uns Richtung, also Krater Ausgangspunkt südlich, komplett in den Süden. Da soll nämlich auch noch diese letzte vierte Karte sein im Wasser. Das möchte ich mit euch machen und da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei seid wieder bei The Forest. Ciao, macht's gut.